Hallo. So. Hi. Hey. Du hast es dir gemütlich gemacht. Wie bitte? Du hast es dir ja gemütlich gemacht. Wo bist du denn gerade? Ja, ja. Ich habe es mir gemütlich gemacht. Ich nehme es nur parallel mal auf dem Diktiergerät auf, weil beim Computer ja manchmal hin und wieder was passiert. So. Also erstmal herzlichen Dank, dass du dich hier bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen und ein bisschen vielleicht über dich zu reden, über das, was so viele Menschen interessiert auch, wie sie, ja, sag mal, ein zufriedeneres Leben finden können, egal ob man das jetzt als Lebensenergie bezeichnet oder als was auch immer. Und ja, dann möchte ich erstmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein kann. Ja. Du hast, was einige sicherlich nicht wissen, das erste Rohkostrestaurant in Deutschland eröffnet, habe ich gehört. Ja. Ja. Das ist in Berlin gewesen, ne? Der Titel gehört mir, ja. Ja, genau, genau. Das war 2011, habe ich das gemacht. Für ein gutes Jahr. Ja. Und also auf der Suche nach dem Geheimnis eines zufriedenen Lebens oder. Du bezeichnest als Lebensenergie. Du hast auch diese Lebensenergie-Konferenz, die geht jetzt schon in die vierte Runde. Können wir vielleicht nachher noch drüber reden. Du bist selber auch Rohköstler gewesen, aber hast dann irgendwann gesagt, ist doch nicht der Weg zur Glückseligkeit oder ja, warum? Nee, es ist nicht so, dass es nicht der Weg der Weg zur Glückseligkeit, weiß ich gar nicht, ob ich den suche, aber. Also Lebensenergie war immer so der Metabegriff über allem, was ich gemacht habe und was ich gesucht habe. Immer irgendwie alles, was Leben fördert, was mich lebendiger macht, was irgendwie Freude macht. Ja. Das System rockt sozusagen. Ja. Und auf diesem Weg, der hat schon sehr früh als Jugendlicher angefangen, habe ich halt immer wieder verschiedene Puzzlestücke gefunden. Und ich habe mich auch immer schon mit unterschiedlichen Ernährungskonzepten beschäftigt. Mhm. Ausprobiert, sei es vegan, sei es fünf Elemente, sei es Rohkost dann halt irgendwann. Und Rohkost war dann irgendwann durch auch Zufall in der Zeit, wo ich eigentlich mich überhaupt nicht für Ernährung interessiert habe, weil ich irgendwie ganz anders unterwegs war, von einem Freund, der schenkte mir damals das Buch von dem Burger, diesen Instinkto-Rohkost-Typen, und zum Geburtstag, und der hatte das gerade angefangen, der war so mega vitalisiert und der war so mega happy und der hat sich alles Mögliche weggeheilt innerhalb kürzester Zeit, dass ich echt neugierig war, und dann habe ich mir das halt über Nacht reingezogen, das Buch. Und dann war klar, das ist ein neues Puzzlestück auf dem Weg zur Lebendigkeit. Und dann musste ich das direkt ausprobieren. Dann habe ich gleich am nächsten Tag alles rausgeschmissen aus der Bude, was mit Kochen und sonst mit Junkfood zu tun hatte, inklusive Ofen. Und bin zum Markt gefahren, habe mir tonnenweise Obst und Gemüse geholt. Ist inzwischen ja auch schon, weiß ich, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her, mein Lieber, 20 Jahre oder so. Und dann war ich ziemlich lange auf dem Trip, ja. Und das war halt wirklich. Das war der Rausch, das war der absolute, alle Leute, die mit Rohkost angefangen haben, sagen, die meisten, nicht alle kommen da immer klar, aber sagen wir, der Großteil, der kennt das ja, das ist ja, du bist ja dann, du denkst ja irgendwie, irgendjemand hat dir was injiziert oder so, du bist dann tierisch geladen mit Energie, ja. Brauchst viel weniger Schlaf, ich hatte auch jede Menge chronische Zicken, die innerhalb kürzester Zeit weg waren, und so ging das los, und dann wollte ich natürlich die ganze Welt bekehren, wie so viele von uns Rohköstlern das dann wollen. So, und dann habe ich das sehr lange betrieben, eben bis zu dem Punkt hin, dass ich dachte, so okay, über Informationen, ich wollte auch die ganze Welt bekehren, habe jeden vollgetextet mit medizinischen Infos und so, bis ich halt gemerkt habe, irgendwie über Wissen kriegst du die Leute nicht, weil Essen, den Leuten das Essen malig machen, ist halt irgendwie so ziemlich das größte Tabu. Mhm. Bis ich dann halt, damals habe ich auch sehr simpel Rohkost gemacht, also wirklich nur Obst und Gemüse gegessen und ein paar Nüsse halt, aber und dann war ich halt irgendwann in den USA und habe das erste Mal so diese Rohkostrestaurants kennengelernt, die es eben bei uns noch gar nicht gab, und das hat mich voll geflasht, so. Da war ich eine Woche lang jeden Tag drei Mahlzeiten in dem Laden, bis ich alles durch hatte. Und hab mich da mit der Chefin angefreundet, und die hat mich dann immer mit in die Küche genommen, mir das alles gezeigt, was man da braucht für Geräte, und hat mir dann noch ihr Lieblingsrohkost-Rezeptbuch von dem Matthew Kenny damals geschenkt. Und dann kam ich zurück und dann dachte, das ist es. Du musst die Leute über Genuss kriegen, so. Ja. Und dann habe ich halt Rohkost-Restaurant, und das war die Folge von erst Workshops und Dinner-Events und was man dann so macht, ne. Und dann hatte ich halt die Chance, dieses Restaurant zu machen, und das war auch geil, außer dass ich mich da tot gearbeitet habe und überhaupt keine Muße mehr für Rohkost entwickeln und so hatte. Okay. Und dann hatte ich aber irgendwann, war ich an dem Punkt, so, nachdem ich aber auch wirklich 15 Jahre, 16 Jahre oder so und auf dem Trip war, dass ich einfach gemerkt habe, dass irgendwas nervt mich hier. Also das kostet mich unglaublich viel Energie,
so ein Image aufrechtzuerhalten. Also dieses, ne, wenn man dann auch noch so plötzlich da in dieser Szene, so, ich war dann halt kurzfristig auch so der Popstar, weil ich dann, als ich das was drauf machte, war ich, stand ich das in 200 Zeitungen drin und plötzlich kannte mich jeder und dann musste, hast du ja so ein Rohkost-Guru-Image fast schon. Und ich hatte irgendwann einfach keinen Bock mehr, mich ständig über Ernährung zu unterhalten. Die ernähren sich, die unterhalten sich alle ständig nur über das Essen so. Ja. Ums Essen und noch dies noch Superfood und das noch und dies noch Rezept und jenes noch. Und ich weiß halt, ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Ich war ja vorher schon so im psychotherapeutischen Bereich unterwegs und habe da alle möglichen Methoden kennengelernt. Und ich weiß halt, bin mir sicher, dass Krankheit eben mindestens zum... Oh, du bist weg. Eigene Erfahrung. Das ist mir irgendwann auf die Nerven gegangen. Okay, du warst gerade ganz kurz weg. Habe jetzt gerade nichts gehört. Ich sehe dich auch jetzt nicht mehr. Jetzt ja, stimmt, es war eingefroren. Du sitzt da so unbewegt. Ja. Jetzt wieder? Also Ton habe ich jetzt wieder. Bild ist nicht da, aber Ton habe ich. Bild? Okay. Also ich kann dich jetzt wieder hören und sehen. Na, jedenfalls. War es halt so, dass ich einfach war, ich mir war klar, das ist nicht die einzige Quelle von Gesundheit und von der Energetisierung. Mhm. Ich will einfach nicht mehr ständig irgendwie mich mit Ernährung beschäftigen. Das war einfach so ein Punkt, wo ich mich gefragt habe, willst du jetzt dein Leben lang mit Ernährung arbeiten? So, ja, das hat mein ganzes Leben bestimmt. Und ich mochte es einfach nicht, dass man da so ein Identitätsding draus gemacht hat. Also dieses, ich bin Rohköstler oder ich bin Veganer oder ich bin bla bla bla. Und ich will einfach, ich ernähre mich roh oder ich auch heute noch weitestgehend zum großen Teil zumindest. Und ich finde das auch nach wie vor die geilste Ernährung, also insbesondere wenn man was heilen will. Aber ich hänge das nicht mehr so raus. Also die das lehren wollen und die da Leute bekehren wollen und die Welt verändern wollen, was ich ja auch lang gemacht habe, die können das ja gerne machen, aber meins ist das nicht so, nicht mehr. Und so habe ich einfach diesen Titel, diesen Namen da so ein bisschen rausgenommen. Sehr gut. Und ich will einfach die Freiheit haben, zu essen und zu leben, wie ich will. Ja, ist halt total interessant, weil ich habe denselben Prozess halt auch durch, dass ich am Anfang halt, ja, nachdem ich sozusagen auf die Rohkosternährung umgeschwenkt bin und dadurch natürlich halt auch andere begeistern kann und das merke, aber irgendwann ist dann der Punkt irgendwann erreicht, wo du, genau wie du sagst, es gibt halt noch mehr als Ernährung und auch dieser Dogmatismus, es muss nur Rohkost sein, dieser Dogmatismus ist ja seinerseits schon eine Versteifung, das ist eine geistige Starrheit, und eine geistige Starrheit führt halt immer dazu, dass man nicht fließen lassen kann, dass man die Lebensenergie, das ist ja dein Thema, die Lebensenergie überhaupt sich nicht entwickeln lassen kann, wenn man Grenzen setzt. Und von daher, ich kann das so gut nachvollziehen und deswegen sitze ich ja da und sage, ja, ja. Nein, du musst halt, wenn du so ein Image hast, ja, insbesondere wenn du damit arbeitest auch noch, ja, und in der Öffentlichkeit stehst, und dann musst du das Image ja auch noch aufrechterhalten. Ein Stück weit, du bist ja sozusagen so sachgezwungen, sozusagen, schon fast durch deine eigenen Strukturen. Ja. Und das kostet halt unglaublich viel Energie. Also ich habe das halt auch in der Rohkost-Szene und auch in der Vegan-Szene gesehen, dass so ganz viele Leute, die haben da so ein Identitätsding draus gemacht, das für die sehr, also so für ihr Selbstverständnis unglaublich wichtig. Mhm. Und du brauchst unglaublich viel Energie, um das aufrechtzuerhalten. Ja. Und die geht einfach verloren. Und die Leute ignorieren einfach, das ist, ich auch, muss ich gestehen, zumindest die ersten Jahre, dass es eben nicht bei jedem funktioniert. Und dann, wenn dann jemand Probleme damit kriegt, dann wurde das halt immer irgendwie begründet mit, ja, das sind Entgiftungserscheinungen und bla bla bla. Ja, Entgiftungserscheinungen, das ist mein absoluter Favorit. Was ja teilweise auch stimmt, ne? Aber naja, man lässt dann nicht zu, wenn man sich, vor allem wenn man da so ein Identitätsding draus macht, dann darf man das ja nicht in Frage stellen. Und dann lässt man nicht zu, dass es eben möglicherweise Menschen gibt, die da nicht mit klarkommen. Ja, es ist theoretisch die beste Ernährung, weil wir theoretisch vor, weiß ich wie viel tausend Jahren, alle roh gegessen haben. Ja, natürlich ist es so. Und deswegen ist es ja auch so eine machtvolle Heilnahrung. Mhm. Ja, natürlich. Und wenn man es richtig macht und wenn man diverse Entgiftungsprozesse hinter sich hat und wenn man dafür sorgt, dass man genug Sonne hat und genug Schlaf und keinen Stress und eine Arbeit, die einen erfüllt und eine Liebesbeziehung, die einen erfüllt und was es nicht noch alles gibt an Faktoren, dann ist das genial. Aber es gibt eben genug andere, Entschuldigung, gibt halt eben genug andere, Veganer ist das genauso, denen hilft das halt nicht. Und da muss man dann eben erstmal gucken, was muss man da noch erstmal. Das ist halt ein Punkt, den ich halt auch gerne jetzt mit dir auch ein bisschen rausarbeiten wollen würde, dass halt die Ernährung eben losgelöst
ein paar Sachen sicherlich vielleicht bei dem jeweiligen Individuum vielleicht in Gang bringen kann oder sowas. Das aber glaube ich, und ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich vermute mal, dass das ähnlich bei dir so ja, vermittelt wird, dass man halt ganzheitlich an sein Leben herangehen muss, dass alles im Fluss auch ist, dass eins ins andere übergeht und ja, dass Ernährung halt ein Baustein ist. Du hast schon angesprochen, sag mal, eine geistige Lockerheit oder eine Stressfreiheit, das ist glaube ich auch so ein wichtiger Punkt. Könntest du aus dem Stegreif irgendwie so 3, 4, 5 Säulen der menschlichen Gesundheit nennen? Hast du dir schon mal drüber überlegt, so, wenn jemand sagt, was ist wichtig für die Gesundheit? Ernährung ist ein Punkt. So, gibt es da noch, könntest du das in Worte fassen? So als Säule? Also, ich bin da im Moment an einem ganz anderen Punkt. Ich kann mit solchen Begriffen wie Gesundheit und Krankheit zum Beispiel gar nichts mehr anfangen. Schön, ja. Also ich glaube, dass es weder das eine noch das andere gibt. Also wir haben so ein Idealbild von, irgendwie haben wir alle, obwohl wir uns das gar nicht selber klar machen, aber müssen wir ja haben, weil wenn wir sagen, ich will gesund werden, dann muss ich ja theoretisch eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Also das heißt, es gibt irgendeinen ominösen Idealzustand von Gesundheit oder von Gesundsein, den keiner wirklich definiert. Ja? Wenn man dann mal anfangen würde, da würde man eine riesen Liste machen, und bei den meisten Leuten bedeutet es einfach nur, symptomfrei zu sein, also krankheitsfrei zu sein, ist für die meisten Leute die gleichbedeutend mit Gesundheit. Für mich überhaupt nicht. Ja? Das ist nur, wenn man so denkt, dann ist man ja in diesem Negativding eigentlich drin. Und für mich ist es einfach so ich glaube auch nicht, dass es sowas wie Krankheiten gibt. Ich glaube eher, ich bin überzeugt davon, nach vielen, vielen Jahren jetzt auch durch dieses Lebenskonferenzprojekt, kann ich gleich ja noch mehr dazu erzählen, habe ich auch Lehrer und verschiedene Bewusstseinslehrer, die in der Richtung unterwegs sind, die irgendwie ganz klar sagen, das Leben ist prozesshaft. Also das heißt, wir sind hier auf diesem Planeten und wir haben alle eine ganz individuelle Geschichte und wir haben auch alle ein ganz individuelles Potenzial, das wir verwirklichen wollen. Und deswegen haben wir auch alle einen ganz unterschiedlichen Lebensprozess. Und alles, was uns zustößt, in Anführungsstrichen, was uns passiert, was uns geschieht, was für Leute uns begegnen, was wir irgendwie versuchen zu realisieren und so weiter, ist Teil dieses Prozesses. Und wenn du das mal ganz neutral so siehst, dann ist Gesundheit so der vollkommene Idealzustand, auf den ich mich hinbewege. Perfekt, weil ohne das würde ich keine Motivation haben, überhaupt meinen Arsch zu bewegen, ja, dass ich von A nach B komme. Aber alles, was auf dem Weg dorthin passiert, ist halt dieser Prozess. Und manchmal ist es erforderlich, offensichtlich, dass ich vermeintlich krank werde. Das heißt, dass im System mein Körper, über meinen Körper mir mitgeteilt wird, Moment mal, irgendwo ist hier was faul in deinem Leben, irgendwas ist hier nicht stimmig, irgendwo ist was nicht im Fluss, irgendwo ist eine Blockade, irgendwas, du musst mal vielleicht mal in dich kehren, mal zur Ruhe kommen, mal checken, wo es was zu optimieren gibt, oder optimieren mag ich nicht so den Begriff, wo du einfach vielleicht die Richtung ändern musst. Wobei dann du natürlich jetzt auch dann ja von Krankheit sprichst, dass da was nicht in Ordnung ist. Ja, nee, ich nutze jetzt mal den Begriff. Eigentlich ist es eben keine Krankheit, sondern es ist einfach nur über den Körper oder auch über, es gibt ja auch psychische Krankheiten, also über Körper, über emotionale Blockaden, einfach über alles, was dir geschieht, wird dir, und zwar alles das, was du als unangenehm empfindest, ist erstmal das, wo du, wenn du möchtest, eigentlich in dich kehren solltest, um zu gucken, okay, Moment mal, ich muss mal jetzt mal einen Schritt zurück machen, mal alles beiseite legen und mal gucken, was ist eigentlich gerade los in meinem Leben, vor allen Dingen, wenn das etwas ist, was schon über längere Zeit läuft. Mhm. Ja, wie sehen meine Beziehungen aus? Was mache ich für eine Arbeit? Erfüllt die mich? Oder bin ich da irgendwie, mache ich da irgendwo nach 15 Schwachsinn, wo mich meine Mitarbeiter nerven oder mein Chef mich mobbt oder ich irgendeinen Schwachsinn mache, auf den ich überhaupt keinen Bock habe, also wo ich mein eigenes essentielles Potenzial nicht ansatzweise ins Leben bringen darf. Ja, oder habe ich eine Beziehung, die eigentlich schon längst tot ist und nicht mehr funktioniert und eigentlich nur stresst und wo ich so auf Sparflamme irgendwie das irgendwie am Leben halte, weil ich Angst habe vom Alleinsein oder vor der Veränderung. Oder aber natürlich auch Ernährung. Wie ernähre ich mich eigentlich? Bewege ich mich genug? Schlafe ich genug? Schlafe ich entspannt? Kriege ich genug Sonne? Trinke ich lebendiges Wasser? Du wirst eine riesen Liste machen. Aber letztlich hast du ja jetzt eine Säule genannt, auch wenn du das nicht wolltest, nämlich Selbstreflexion, Bewusstheit. Das könnte eine Säule in Richtung zu dem, was wir Gesundheit nennen, auch wenn Gesundheit nicht existiert, aber zu dem, damit wir müssen ja in einer Sprache miteinander reden, zu dem wohligen Gefühl, was symptomfrei ist, um dorthin zu kommen, wäre Selbstreflexion, Bewusstheit eine Säule, die du nennen würdest.
du hast ja gesagt, Säulen der Gesundheit. Also das ist für mich dann eben nicht Gesundheit, sondern es ist nur ein Werkzeug. Das ist ein Werkzeug, um wenn man denn... Okay, Werkzeug. Ich meine Werkzeug. Säule ist das falsche Begriff, ja. Wenn man denn mit dem, was ich gerade versuche zu vermitteln, einhergehen kann, also wenn man da innerlich zustimmen kann, das Leben ist prozesshaft, es gibt also auch keinen Grund, irgendwas zu ändern, also ändern im Sinne von optimieren. Ja, wir leben ja in so einem Selbstoptimierungswahn irgendwie heutzutage, wo man irgendwie erfolgreicher, schneller, besser, schöner, was weiß ich, werden muss ständig und alles, also vieles zumindest, was in diesem Selbstoptimierungs-Coaching-Markt und wie auch immer angeboten wird, immer darum geht, wie man besser wird, wie man noch gesünder wird, wie man noch bewusster wird. Da wird das alles vermarktet, ja. Diese eigentlichen natürlichen Bedürfnisse werden zu Produkten gemacht, mehr oder weniger. So, aber wenn man das zumindest mal so als Arbeitstitel verdauen kann, okay, das Leben ist prozesshaft und alles, was mir geschieht, ist etwas, was mir geschieht, damit ich etwas lerne, damit ich etwas verstehe, damit ich irgendwie mich weiterentwickle. Mhm. Weil wenn ich stagniere, und das ist ja oftmals, viele Krankheiten sind ja Blockaden, sprich Stagnation, ja, wenn ich stagniere, entwickle ich mich eben nicht weiter. Und das Leben will aber sich weiterentwickeln. Das ist ein konstanter, und zwar permanent konstanter Entwicklungsprozess. Das bedeutet aber auch, dass man den Mut haben muss, beispielsweise am besten immer, aber zumindest häufiger aus seiner Komfortzone rauszugehen und irgendwie ja, aus dieser, ich sag mal so symbolisch energetischen, bequemen Couch rauszukommen und zu gucken, was will das Leben eigentlich mit mir? Okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe immer solche Gedanken, wo ich auch weiß, dass meine Zuschauer da auf jeden Fall auch ähnlich dann ticken. Du sagst, Vertrauen in den Prozess des Lebens quasi. Gehört das für dich dazu? Weil in der Natur, das sehen wir an den kleinen Enten, die haben, also eine Ente hat so durchschnittlich 4, 5 Junge, einer überlebt davon, die anderen 3 sterben. Ist es dann nicht vielleicht auch, gehört das nicht zum Vertrauen in den Prozess des Lebens dazu, dass man selber quasi als eigene Existenz auch mal aussortiert wird und stirbt und das dann auch einfach annimmt und dann nicht irgendwie da versucht, sich zu heilen oder sonst was, sondern einfach in den Prozess des universellen Lebens, der universellen Energieumwälzung einfach vertraut und sagt, okay, ich bin jetzt krank, ich bin vielleicht nicht gedacht dafür, als ich zu existieren, sondern ich gehöre, sag mal, aussortiert und soll einfach sterben. Gehört das nicht auch dazu, wenn man in den Prozess des universellen Lebens vertraut? Weg also, vom Ego? Ja, das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, Ego. Aber, also, aussortiert werden, wenn du das Wort verwendest. Ja, ist radikal, ja. Aussortiert werden wir sowieso irgendwann. Also wann unser Moment ist, abzutreten, darauf haben wir überhaupt keinen Einfluss. Mhm. Wenn ich jetzt von einer vermeintlich schweren Krankheit sterben soll, oder wenn das der Weg ist, dass ich mein, dass Zeit ist für mich zu gehen, dann werde ich so oder so dran sterben, egal ob ich mich gut ernähre oder nicht, also wenn mein Zeitpunkt zu gehen da ist, dann ist er da, da glaube ich zumindest dran. Und das spielt das keine Rolle, ob ich in dem Moment relativ gesund bin oder ob ich in dem Moment gerade eine Krankheit habe oder reich oder arm bin oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, nicht, dass das irgendeine Rolle spielt. Das heißt also, mit dem Vertrauen meine ich nicht, es könnte sein, dass ich aussortiert werde. Das ist sowieso der Fall. Das heißt, dass meine Zeit vorbei ist. Das ist sowieso irgendwann der Fall. Und wann, wissen wir eben nicht, können wir überhaupt nicht beeinflussen, meines Erachtens. Nur wenn ich jetzt so krampfhaft, ich kenne das ja von mir selber, also ich habe das ja alles selber 1000-mal durch. So. Wenn ich jetzt krampfhaft so fixiert bin auf Gesundheit und auch nicht mal genau weiß, was ich mir darunter vorstelle eigentlich, aber so ein Idealzustand von so einem Top-Super-Körper, der nie irgendwas hat, so nicht mal einen Pickel hat, so, weißt du, der immer fit ist, so, der irgendwie 100 Kilometer laufen kann, ohne zu schwitzen, so ungefähr. Weißt du, was die Leute sich darunter vorstellen, ja? So, und ich will diesen Idealzustand, ich habe das ja auch gehabt, das haben wir ja alle, ist ja auch okay, wenn man das reflektiert und sieht, okay, da gibt es in mir eine Kraft, die will irgendwie im Prinzip unsterblich sein. Also mein Antrieb, das habe ich irgendwann in so psychotherapeutischen Prozessen gemerkt, dieser Antrieb bei mir mit der Rohkost hatte ganz viel damit zu tun, dass ich nicht krank werden und auch nicht sterben will. Mhm. Und Rohkost verspricht einem ja irgendwie, dass man, ist ja auch, bei mir war es ja tatsächlich so, ich war ja jahrelang, ich habe nichts, ja, nada, ich war mit den todkrankesten Leuten irgendwie um mich rum, die alle, was ich, Rotz und Wasser irgendwie gespeit haben und ich habe nie irgendwas gehabt, so, das war der Hammer. Es ist ja auch so, das Immunsystem ist ja auch kräftiger, wenn man vernünftig versorgt ist mit Nährstoffen und so weiter und so fort. Ja, aber die psychische Ebene, auf der emotional-psychischen Ebene, muss man halt rausfinden, was ist eigentlich mein Antrieb? Was ist, wenn mein Antrieb ist, ich habe Angst vor Tod oder ich habe Angst vor Schmerz, ja, dann ist das ein Kampf.
dann bist du innerlich ständig im Widerstand. Und dann musst du unglaublich viel von der super Energie, die du durch Rohkost eigentlich zu dir nimmst, musst du dann verwenden, um das runterzudeckeln. Wenn du dich aber in einem emotionalen Prozess mit diesen Ängsten auseinandersetzt und an die Wurzeln gehst und die wirklich lösen kannst, da wo sie herkommen, ja, dann ist das aus dem System raus und dann steht dir diese Energie für was anderes zur Verfügung. Das heißt nicht, dass man mich trotzdem Rohkost machen soll. Ich finde das nach wie vor, habe ich ja gerade schon gesagt, also roh vegane Ernährung, wenn man sich da gut mitfühlt, wenn sich das stimmig anfühlt, und zwar sollte man es regelmäßig prüfen, wenn sich das stimmig anfühlt, ist das perfekt. Nur wenn sich das nicht stimmig anfühlt, dann sollte man rausfinden, warum nicht. Und nicht versuchen, irgendeinen Glaubenssatz, das ist gesund oder das macht mich gesund oder das hält mich gesund, irgendwie zwanghaft aufrechtzuerhalten, nur weil das irgendwas aus irgendeinem Grund mir Sicherheit gibt, scheinbare Sicherheit gibt. So, also diesen Unterschied muss man einfach machen. Und wenn man weiß, okay, kann sein, dass ich jetzt krank bin, weil ich irgendwas ändern sollte. Es gibt ja auch genug Leute, die Veganer sind oder die Rohköstler, werden ja auch krank. Ist ja nicht so. Ich habe hier zum Beispiel die Barbara Miller bei mir in einer Konferenz, die war bei allen Konferenzen dabei. Die ist eine Ärztin aus Berlin, die selber auch bekannt ist als die Rohkostärztin. Die hat also sehr lange, viele Jahre selber Rohkost vegan gelebt und hat wahrscheinlich wie kaum ein anderer Arzt oder wenn überhaupt irgendein anderer Arzt in Deutschland sehr viel Erfahrung mit Veganern und Rohköstern, weil die alle zu ihr kommen, wenn sie was sagen. So. Und sie hat nach vielen Jahren, sie war lange Jahre davon überzeugt, dass roh vegan die beste Ernährung ist, findet sie auch nach wie vor mit kleinen Ausnahmen. So. Weil sie halt gemerkt hat, okay, es gibt viele Veganer, die haben bestimmte Probleme und auch dramatische Probleme teilweise. Und wo sie dann, sie ist halt auch offen, sie bleibt halt auch immer offen, wo sie dann halt gemerkt hat, okay, denen fehlen tierische Fette. So. Die ist nicht so ein Freund von Fleisch oder so, aber es gibt Leute, bei denen ist das, funktioniert das wunderbar, aber es gibt andere, denen fehlen tierische Fette. Und na, was fehlt denn in tierischen Fetten? Was sagt denn da? Würde mich mal interessieren, jetzt auf biochemischer Basis. Was denn? Das kann ich dir nicht erklären. Sie hat das auch in einem Interview von mir, erklärt sie das auch, kann man jetzt auf der neuen Konferenz auch nochmal sehen. Mhm. Das Interview vom letzten Jahr, da ging es um Fette. Sie hat nur gesagt, sie hat den Leuten nahegelegt, ich will dir dann das ethisch Vegane, das ist ja für jeden respektvoll, ist ja die Hauptmotivation bei den meisten Veganern ist ja nicht die eigene Gesundheit, sondern Tiere zu schützen. Das hat sich ganz doll gewandelt, finde ich, in Deutschland, aber richtig massiv gewandelt. Also ich kriege das als Feedback bei mir auf dem YouTube-Kanal, also ich glaube, die Hauptmotivation ist mittlerweile tatsächlich die Gesundheit und nicht die Ethik. Und die Ökologie, die hat richtig auch zugelegt bei den Gründen. Also ich habe ja viel mit Veganern, ich war ja selber vegan, also ich habe viel mit Leuten diskutiert und ich habe die Motivation, vegan zu werden, war bei den meisten Leuten Tierschutz oder dieses Mitgefühl, was ja wunderbar ist. Ich sage, ist ja wunderbar, ne? Mhm. So. Aber ich kenne viele Veganer, die nach wie vor reichlich Zucker und Weißmehl und sonst wie Mist irgendwie in sich reinschaufeln, die rauchen, die Kaffee trinken, die, also alles, wo wir eigentlich wissen, sollte man tun, ist nur wenn überhaupt in kleinen Mengen, am besten gar nicht zu sich nehmen. Die aber das Vegan ganz groß raushängen, die auch ungesund aussehen, wenn du sie siehst. Ich kenne auch übergewichtige Veganer. Ja, ja, Veganer das, sowieso, da brauchen wir nicht reden. Also wo es eng wird, langjährige Rohköstler übergewichtig zu finden, das ist schon nicht so einfach, sage ich mal. Aber Veganer ohne Frage. Also ja, was ich damit sagen will, ist, aber ich, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir jetzt gerade geblieben? Ach so, genau, dass Barbara eben rausgefunden hat, das, was ich gerade auch, glaube ich, das hat sie auch gemerkt, dass da eben so ein, dieser, ich hoffe, die Veganer verstehen mich nicht falsch, ja, ich bin kein Anti-Veganer, ganz im Gegenteil, ich halte es ja beides, sowohl roh als auch vegan, für das Beste, nur wenn man das so verbissen macht und dann eben nicht darauf achtet, dass möglicherweise eben was fehlt aufgrund dieser Ernährung, ja, und möglicherweise noch psychische Konstellationen, so wie Barbara das eben herausgefunden hat, dass dann, wenn sie das dann geschafft hat, Leute, ich will euch das nicht bestimmt nicht ausreden, aber ich rate euch, versucht es zumindest mal, für eine Weile tierische Fette, was ich, Knochenbrühe, so, weißt du, so Hühnerbrühe zum Beispiel, so altes Hausrezept von Oma, ne? Mhm. Und dann haben das einige gemacht, so sagt sie ja selber, und die haben innerhalb kürzester Zeit sind die ihre Probleme losgeworden, wo vorher nichts genützt hat an ganzen, sonst wie sich mit Vitaminen aufpumpen und oder weiß der Henker was, an Mängel ausgleichen. Mhm. Ich will damit nur sagen, ich persönlich glaube heute, dass alles
egal ob das jetzt Ernährung ist oder Bewegung ist oder was auch immer, dass jedes Element, das wir, wenn wir von Gesundheit sprechen wollen, dem, was da irgendwie mit zu tun hat, das ist so individuell, ja, weil wir alle so individuell eine ganz eigene Geschichte haben, rückwärts gedacht, und eine eigene Entwicklung in Richtung hoffentlich unserer eigenen Vollkommenheit oder unserer eigenen Potenzialentfaltung oder Selbstverwirklichung, wie du es nennen willst, haben. Und wir haben so viele unterschiedliche Einflüsse, also Umwelteinflüsse, emotionale Einflüsse, also sprich Umfeld, Menschen, Freunde, Gifte natürlich und aus der Umwelt, aber eben auch geistig, spirituelle Bewusstseins, wir sind auf unterschiedlichen Bewusstseinsebenen unterwegs. Ja, also Uli Mohr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Uli Mohr kennst, Dr. Mohr, der großartiger Typ, ich komme gerade aus Italien, ich habe ihm gerade die neuen Interviews mit ihm gemacht, die letzten beiden Tage, der lebt in Italien, der das eben auch sagt, das ist so individuell, und das geht man allein schon daran, dass es immer Ausnahmen gibt von vermeintlichen Regeln, ja. Und diese Ausnahmen, und das sind auch nicht wenige, bestätigen das eben, dass bei manchen funktioniert es, bei anderen funktioniert nicht. Und das hat eben auch damit zu tun, auf was für einer Bewusstseinsebene du bist. Für manche Leute funktionieren bestimmte Dinge eben deswegen besser, weil sie auf einem, und das ist gar nicht wertend gemeint, auf einem höheren oder auf einem niedrigeren Bewusstseinslevel sind, so im Allgemeinen. Und deswegen ist das so individuell, dass man diese Offenheit haben sollte, ja, wirklich zu gucken, okay, ich bin wie mein Fingerabdruck, ich bin sowas von einzigartig in allem, dass ich auch bei meiner Ernährung, um zurückzukommen, darauf achten sollte, dass es mir und meiner Entwicklung maximal hilft. Dann bin ich auf dem Weg zur Gesundheit. Da stimme ich dir zu 100% zu. Da gibt es überhaupt auch noch gar nichts dran. Ich meine, selbst die alten Heilslehren wie Ayurveda und traditionelle chinesische Medizin, die teilen ja teilweise die Menschen auch ein und behandeln sie auch individuell mit verschiedenen Ernährungskonzepten und so weiter. Hundertprozentig, das ist definitiv so. Nur gibt es gewisse Grundlagen natürlich, die alle betreffen. Wenn wir alle einen Gramm Zyan Kali essen, sind wir tot. Und solche Sachen gibt es natürlich. Und man muss natürlich dann immer dann schauen, man kann sehr, sehr viel von Erkenntnissen oder von Zusammenhängen, die scheinbar zusammenhängen, da eine Kausalität vermuten, was aber nichts damit zu tun hat. Zum Beispiel von der Geschichte, die du mir erzählt hast mit der Frau, die den Menschen empfohlen hat, der Ärztin, tierische Fette zu essen und den Menschen ging es danach gut, könnte man in erster Instanz annehmen, ja, vielleicht ist da irgendetwas in den tierischen Fetten, was dem gut tut. Was für mich naheliegender ist, dass die Frau die geistige Starrheit, den Dogmatismus, ich muss vegan sein, dass sie den aufgebrochen hat, dass dadurch eine Entspanntheit durch den Körper geflossen ist, dass man sich wieder einfach das tut, was man möchte, egal ob das jetzt gut oder schlecht ist, und dass durch dieses Auflösen, durch diesen Wegfall dieser Starrheit, dieser Grenzen, dieser selbstgesteckten Verbote, dass dadurch der Geist heilen kann und dadurch auch der Körper, und dass es dann einem besser geht, dass das gar nicht an den tierischen Fetten liegt, sondern eben aus diesem fehlenden Dogmatismus. Das liegt für mich viel, viel näher, und da muss man eben aufpassen, dass das nicht wieder in die andere Richtung geht, dass man da, was du ja eigentlich auch nicht willst, dass man dann nur noch in der Komfortzone ist, dann kann man sich alles, unser Gehirn funktioniert ja nach Clustern, wir können alles einordnen und wir können jede beliebige Message aus jedem beliebigen Buch anhand von entsprechenden fünften Buchstabe von dem dritten Wort kannst du alles herauslesen, und das geht auch aus dem Leben, und deshalb, ich denke, meiner Erfahrung muss man vorsichtig sein, man kann für alles Begründungen finden, und so eine gewisse Objektivität oder so ein gewisses Ding, was für alle gilt, das existiert, wie gesagt, Zyan Kali zum Beispiel, oder wir brauchen Wasser zum Überleben, ich denke da, dass da irgendwo die goldene Mitte, würden die Buddhisten sagen, die goldene Mitte ist wahrscheinlich dann irgendwo. Was mit den tierischen Fetten, jetzt wurde jetzt nochmal zuhören, Baba ist, sie will ja niemanden dazu bewegen, jetzt wieder nicht vegan zu sein oder jetzt wieder zur Tierkost zu gehen. Sondern es ist einfach nur, sie forscht halt viel, und das sind halt einfach ihre Erfahrungswerte, und was sie zum Beispiel macht, wie kaum Ärzte, die ich sonst kennengelernt habe, ist, wenn Leute zu ihr kommen, dass sie wirklich ein ganz, ganz umfangreiches Blutbild macht. Also alles Blut, Urin, alles wird gecheckt, jede Vitamin, jedes Mineral, jedes Hormon, alles wird alles gecheckt. Sie hat wesentlich höhere Standardwerte als die Schulmedizin. Mhm. Wenn sie da aufgrund dessen schon sieht, da sind halt dramatische Mängel im Fettstoffwechsel oder so weiter, fehlen einfach bestimmte Fettsäuren. Und du kannst noch so viel Nüsse futtern oder was weiß ich, vegane Fettquellen. Und es ändert nichts.
Ja, dass sie dann, wenn sie aber merkt, die Ursache oder einer der auf der biochemischen Ebene ist einer der Ursachen eben Fett, ja, dann rät sie halt dazu. Und wenn dann automatisch, nachdem man dann irgendwie nichts anderes gemacht hat, außer sich ein paar fette tierische Quellen reinzuziehen, oder Honigbutter oder was, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und das dann so dramatische Veränderungen gibt, dann ist es halt beides. Sicherlich, was du sagst, das kann, würde ich niemals ausschließen, dass diese psychische Ebene, ja. Aber es gibt eben alle Ebenen. Und was ich meine, ist halt, ich finde, man sollte einfach offen bleiben. Natürlich, ich sage ja nichts gegen Veganer, ganz im Gegenteil. Ich finde es cool, wenn die ganze Welt vegan ist. Da traut man sich schon gar nicht mehr, was zu sagen. So die Moral und so weiter, da kann man nicht gegen argumentieren. Bloß nichts gegen Veganer sagen. Ich kenne das. Ich habe kein Problem. Ich habe ja nichts gegen Veganer. Ich habe was gegen Arschlöcher. Das ist, wo ich was dagegen habe. Aber ansonsten habe ich nichts gegen irgendwas oder irgendwen, sondern ich versuche einfach, und das ist ja auch was ich mit diesem Konferenzprojekt versuche zu vermitteln, dass ich einfach ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichem Wissen aus unterschiedlichen Bereichen, also sowohl Ernährung, also medizinischen Bereich, alternativmedizinischen Bereich, als auch Bewusstseinsbereich, Kunstbereich, wie auch immer, also wirklich alles, was das Menschsein ausmacht im Idealfalle, versuche irgendwie die besten Quellen zu finden und den Leuten einfach klarzumachen, es nützt einfach nichts. Und es ist eher schädlich, wenn man so nur in ein oder zwei Spuren unterwegs ist, sondern muss einfach dieses nicht komplizierte, aber komplexe Menschsein irgendwie möglichst im Ganzen erfassen und einfach vielleicht ist der die Blockade an einer ganz anderen Stelle. Und ich kenne das von mir auch. Ich war als Rohköstler, ich habe mich sowas von voll geballert mit den besten Nährstoffen der Welt in ich hatte nur den besten Stoff, so bevor es irgendwas Neues auf dem Markt gab, ja. Ich hatte das immer sofort da, so bevor es irgendwie die anderen hatten, mehr oder weniger, weil ich einfach so immer alles mitgekriegt habe, was jetzt neu kam, ja. Und ich war sowas von nährstoffversorgt, so. Und wenn du dann trotzdem so einen Test machst, wie ich das mit Barbara gemacht habe, ich hatte dann Burnout, weil ich das Restaurant hatte, weil ich 20 Stunden am Tag, also kein Scheiß, untertrieben. Ich habe 20 Stunden gearbeitet, 7 Tage die Woche. Und nach einem halben Jahr hatte ich einen Burnout, aber sowas von hatte ich noch nie. Und obwohl ich, wahrscheinlich wäre es mir noch schlechter gegangen, wenn ich nicht Rohkost gegessen hätte, ist klar. Aber trotzdem ich mich tagtäglich mit hochkonzentrierten Nährstoffen in bester Qualität, in Pro-Bio-Wild-Qualität irgendwie versorgt habe, hatte ich Mängel. Und zwar in einigen Bereichen dramatische Mängel. Nährstoffmängel, ja. Und das ist dazu führt, kann ja nicht daran gelegen haben, dass ich die Versorgung nicht gewährt habe. Doch, kann es schon, weil mittlerweile ist man ja, das sieht man in neuen Studien zum Vitamin E, dass bei Vitamin E Mangel es überhaupt nicht hilft, Vitamin E zu supplementieren, dass sozusagen der Körper das in der Ganzheit aufnehmen muss und dass er das nicht losgelöst, sag ich mal, einfach so supplementieren kann. Das ist ja gerade, wo so ein bisschen im Umschwung gerade ist, dass man dahin geht. Daher auch die Problematik bei Diabetes. Früher hat man gesagt, ja, bloß kein Obst, weil der Fruchtzucker den Insulinspiegel anhebt. Mittlerweile wird sogar empfohlen, bei Diabetes Früchte zu essen, viel Früchte, weil die sekundären Pflanzenstoffe und das, was mit dem Obst einhergeht, die positiven, also die negativen Effekte überwiegt. Und deswegen ist es so eine reine Nährstoffzuballerei einzeln ist wahrscheinlich sowieso nicht der richtige Weg. Und das ist halt alles Wissen, ne? Und das ist halt immer sehr, sehr komplex. Und das ist halt so, deswegen gibt es ja auf Ernährung, weil ja noch die Individualität hinzukommt, gibt es ja so viele Menschen, die überzeugt sind, weil ihnen was gut getan hat und wollen das vermitteln. Und was du sagst, ich kann es nur unterschreiben. Einfach offen sein für alles, schauen, was für einen wirkt, auf welcher Ebene, ob der Ebene Ernährung oder was auch immer. Mit der Lebensenergie-Konferenz jetzt, die du hast, die setzt mittlerweile in der vierten Runde, ne? Ja, und da hat's ja schon angesprochen, das sind ganz viele verschiedene Interviews mit verschiedenen Experten, die halt aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen und ja, versuchen halt einfach Inspiration zu setzen. Ja, genau, also das, wie gesagt, ich habe mich lange mit Ernährung beschäftigt, davor war ich lange im Tanz- und Musiktherapeutischen Bereich unterwegs. Ich habe mich wirklich schon, ich habe mich ständig neu erfunden, auch in meinem Leben. Ich habe mich wirklich immer mit ganz vielen Bereichen beschäftigt und auch darin gearbeitet, dann immer gleich. Als ich dieses Konferenzkonzept 2014, ja, inzwischen gibt es ja viele so Online-Kongresse, aber damals gab es noch nicht, war so der erste damit mit diesen Videokonferenzen. Da war das für mich so ein cooles Konzept, das aus den Staaten kam, wo ich einfach das dachte, das ist jetzt das nächste nach meiner ganzen Rohkostreise, weil ich unter diesem Dach sozusagen alles zusammenbringen konnte.
was ich in meinem Leben so rausgefunden habe und was ich substanziell finde, und quasi dieses breite Spektrum den Leuten liefern kann. So. Und da gehört eben ganz natürlich auch Ernährung zu. Deswegen habe ich auch immer Ernährungsleute dabei. Ich habe auch Professor Spitz dabei. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt. Professor Dr. Spitz ist für mich einer der Koryphäen in diesem ganzen Ernährungsbereich. Der hat 3 Bücher alleine Vitamin D geschrieben. Also das ist er bekannt durch. Ist Begründer des Kongress für menschliche Medizin, der jedes Jahr in Frankfurt stattfindet. Ist, was ich glaube, 73, 74 inzwischen, also kommt auch aus der Schulmedizin, ist aber jetzt komplett im alternativmedizinischen Bereich unterwegs, ist Epigenetik-Experte, also echt Top-Mann. Und der eben auch nicht, wie soll ich sagen, die Leute auch irgendwie da versucht hinzuführen, dass es nicht an irgendwelchen einzelnen Teilen liegt, sondern dass es eben dieses breite Spektrum an Umwelteinflüssen gibt. Ja, also Epigenetik sagt ja eben, dass nicht unsere Gene unser Leben bestimmen, sondern dass unser Leben unsere Gene bestimmt, so einfach ausgedrückt. Und das ist alles auch längst wissenschaftlich untersucht und belegt. Und zum Beispiel solche Leute wie dabei, oder ich hatte früher hatten wir Klinghardt dabei oder Dr. Mutter dabei oder hier unseren Green Smoothie Papst, hier Burkhard Hickisch oder Ralf Brosius, Wildkräuter-Experte. Also in dem Bereich, im Ernährungsbereich, habe ich in den ersten Jahren viel gemacht. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja, sehr gut. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch, sehr gut. Hier war es gerade eingefroren, deswegen wusste ich nicht, ob wir noch zusammen sind. Und jetzt habe ich, das hat sich dann ein bisschen gewandelt. Ich habe aber auch genauso Leute aus dem Bewegungsbereich, also alternative, ganzheitliche Bewegungsmethoden, beispielsweise die Liebscherbracht hatte ich letztes Jahr dabei, die für mich das beste Schmerzkonzept haben, wie man irgendwie, wenn man den Körper denn mal richtig verstehen würde, wie er eigentlich gedacht ist und nicht so, wie er fälschlicherweise in den meisten Bewegungssystemen betrachtet wird, und so weiter. Ich habe auch Kunst und Heilung dabei. Diesmal bei dieser vierten Konferenz habe ich jetzt sozusagen das ein bisschen verändertes Konzept, dass ich so verschiedene Bereiche genommen habe, die mir wichtig sind. Also einer davon ist ganzheitliche Medizin, anderer ist halt Bewusstsein, und von den Experten, die ich schon hatte, einige wieder dabei habe und sowohl die alten oder früheren Interviews und Vorträge nochmal zeige und dann noch einen Sprung neue dazu gemacht habe, sodass die Leute sich da wirklich, ich nenne es auch going deeper, also dass sie auch wirklich in die Tiefe gehen können mit bestimmten Themen. So. Okay. Jetzt hast du das Thema, was mich persönlich erinnert, das Thema zwischenmenschliche Beziehung, Sexualität, spielt das auch eine Rolle in deiner, in der Lebensenergiekonferenz oder? Wir hatten bei der ersten, bei der zweiten war das, glaube ich, hatten wir auch Sexualität, ein Expertenpaar aus Berlin dabei. Und da Beziehung, ich meine, wir sind Beziehungsmenschen, klar. Also wir sind nicht dafür gedacht, irgendwie als Singles durch die Welt zu toben. Hörst du mich noch? Ich höre dich wunderbar. Ich höre dich wunderbar die ganze Zeit. Hörst du mich noch? Ja. Okay, cool. Dann rede ich einfach weiter. Ich bin mir zwischendurch nicht sicher, ob ich noch bei dir ankomme. Klar, das natürlich ist, wenn du von Lebensenergie redest, dann ist das natürlich ganz zentral. Das ist ja ein ganz essentieller Ausdruck dieser Energie. Nicht? Ja? Wenn wir denn davon ausgehen, dass es sowas gibt wie eine Lebensenergie, die alles belebt, also die so einen Haufen Zellen und Organe und Knochen irgendwie zu einem individuellen Wesen formt und das dazu dafür sorgt, dass dieses Wesen nicht einfach in sich zusammenfällt. Das ist ja was andere, Ki oder Shi oder Prana oder wie sieht, da gibt es ja überall in allen Völkern gibt es ja viele Begriffe. In Deutschland war Wilhelm Reich der Erste, der das auch wissenschaftlich irgendwie als solche genannt hat. Für mich einer der genialsten Leute in der deutschen Psychologie, sage ich mal. Bist du wieder da? Wo bist du eigentlich da? Bist du in Deutschland oder bist du irgendwo in Indien. Nein, ich bin in Deutschland. Ich bin in der Nähe von Leipzig. Das sieht so aus, als wenn du da irgendwo in Bali hängst oder so. Schön wär's. Nee, ich bin ganz zufrieden. Also, ich bin hier in Leipzig. Ja. Aber ebenso ein Thema, ein wichtiges Thema, Beziehungen, gehört für mich so in den mehr Bewusstsein. Und ich habe zum Beispiel auch eine Paartherapeutin, Hedi Schleicher, die ist großartig, die war letztes Mal auch schon dabei, die habe ich jetzt auch ein zweites Mal interviewt, die lebt in den USA, die für die quasi Beziehung, die überhaupt erstmal klar macht, was das eigentlich ist, dieser Beziehungsraum zwischen Menschen, wie man sich überhaupt wirklich auf tiefer Ebene
auf einer Herzebene, aber auch auf einer energetischen Ebene wirklich mit einem anderen verbindet, also diesen heiligen Beziehungsraum, wie sie das nennt, den überhaupt erstmal zu verstehen und zu würdigen und so heilig zu sprechen sozusagen oder heilig zu halten, das ist ihr Thema, super spannend. Und die Frau, also die ist so, wenn du was von Beziehung wissen willst, die Frau so in diesem Ding drin, dass du, während du da zuguckst, mit ihr mache ich auf Skype, ansonsten mache ich inzwischen alles live, aber da sie in den USA ist, muss ich mit ihr auf Skype. Und die ist so lebendig und so verbunden, dass du während des Interviews denkst, die springt dir gleich durch diesen Monitor so bang! Auf den, ich glaube, die geht immer so ganz nah ran und so, ja, der Zähne, ja, die Frau ist echt der Knaller, also der, was du über Beziehung wissen willst, ich finde, sie ist da echt die Beste. So. Ja, da mache ich nur meine eigenen Erfahrungen, was Beziehung angeht, weil ich bin da auch, das ist, ich bin da auch in der Findungsphase und halt, was Liebe bedeutet, was Liebe nicht bedeutet und so weiter, das ist halt echt so ein Riesenthema. Also ja, ich werde auf jeden Fall das Video von ihr da mal reinziehen, wenn du sagst, dass du da, dass sie da in die Tiefe geht und schaut, weil das ist auch ein Thema auf meinem Kanal, Sexualität und Liebe, und ich bin da selber noch nicht, also ich weiß, was Liebe ist und ich weiß, wie sich Liebe anfühlt. Ich weiß aber auch, dass in unserer Gesellschaft wahnsinnig viele Grenzen existieren, wahnsinnig viele Konstrukte im Kopf, und dass man so einen richtigen Zugang zur Liebe ja, kaum findet. Also mir fällt es jetzt leicht, weil ich halt ein sehr, sehr, sag ich mal, ein etwas anderes Leben führe, auch vom Kopf her, als die meisten Menschen. Aber den meisten Menschen, ich glaube, das... Also bin ich noch nicht ganz sicher, weil man kann ja nicht immer das, was man selber fühlt und was man selber als Überzeugung hat, auf alle adaptieren, weil genau was du sagst, jedes individuell, und deswegen, es gibt, also die Wahrheit zu finden, das ist eigentlich so gut wie unmöglich, und deswegen schlingere ich da so ein bisschen durch die Gegend, was das Thema Liebe angeht, und ja. Wenn es so ist, ist das das wichtigste Thema überhaupt. Anders, oder du könntest auch sagen, ein Synonym für Lebensenergie ist Liebe, auf jeden Fall. Mhm. Also wenn es irgendeine Kraft gibt, die uns alle durchströmt, dann ist es das. Und, ja. Und man kann auch andersrum sagen, wir kamen ja gerade von Gesundheit und Krankheit, wenn diese Energie nicht fließt, dann sind wir auf gewissen Ebenen auch abgeschnitten von unserer Selbstliebe als allererstes, ja? Aber eben auch dieser wenn es ja sowas gibt wie universelle Liebe und eben auch von der verliebenden Verbindung mit anderen. So. Also da habe ich auch für mich, es ist definitiv so, vielleicht sogar das Highlight schlechthin, einer meiner allerliebsten Expertinnen ist die Dr. Christina Kessler. Die hat sogar ein Konzept oder eine Methode entwickelt, nennt sich Amosophie. Und oder ihr Standardwerk, ich glaube, sie hat drei Bücher, ja, oder hat sie schon vier, nicht drei. Ihr Standardwerk heißt Amo Ergo Sum, also ich liebe, also bin ich, als im Gegensatz zu Cogito Ergo Sum, wo ja unser ganzes Weltbild eigentlich drauf aufgebaut ist, dieses Kopflastige. Ja. Und wenn du wirklich in der Tiefe verstehen willst, was das möglicherweise ist, dann ist Christina für mich die Quelle Nummer eins. Also die Frau ist so hinreißend. Ja. Aber es ist die Frage, ob man durch Worte und durch Verstandesprozesse, durch kognitive Prozesse tatsächlich die Liebe erfahren kann. Nach meiner Erfahrung nach kann ich, also ich versuche auch Liebe zu vermitteln, aber es ist besser, es ist einfacher, Liebe persönlich fließen zu lassen und zu schauen, und also das, nur durch den Verstand, da entstehen wieder Konstrukte, und das ist immer so sehr, sehr schwer. Es gibt wenige Menschen, die fähig sind, über ihr Sprechen irgendwie Design zu aktivieren, und dass dann eben keine Konstrukte sozusagen entstehen. Das ist, ja. Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf die Konferenz. Die geht ja jetzt auch gleich los, ne? Die Konferenz ist auf jeden Fall eine von denen, die genauso wie du es gerade beschreibst, die nicht nur Worte lernen. Also, du brauchst ihr nur zuhören oder mit ihr im Seminar. Ich war bei ihr auch schon auf Seminar und so. Sie ist jemand wirklich, die das mit Haut und Haaren auch lebt. Also deswegen, du kannst auf meinem Facebook-Kanal oder auch auf meiner Website kannst du so ein kleines Snippet aus dem Interview sehen, wo es irgendwie nur 5 Minuten dauert, wo es auch um Liebe geht, also bei in dem Ausschnitt. Aber sie ist jetzt in der Energiekonferenz, in der Lebensenergiekonferenz auch komplett als Video zu sehen. Ja, natürlich. Wir, die sind sicher. Zwei sogar. Ah, okay, cool. Und die beginnt am 28. Genau, die beginnt übermorgen. Das glaube ich schon. Übermorgen. Das Video von heute, das wird wahrscheinlich morgen auf meinem Kanal. Also wenn das Video jetzt kommt, dann geht es morgen sozusagen los.
die Energiekonferenz. Und das ist wie bei den ganzen Kongressen, das ist natürlich wieder komplett kostenlos. Man hat die Möglichkeit, dann sich alles komplett dann, wenn man das alles sozusagen vorrätig dann haben möchte, das komplett dann zu kaufen. Und ich glaube, jetzt gibt es sogar auch die Möglichkeit, die ganzen anderen Pakete nochmal zusammen zu kaufen. Oder so. Ja, das ist der Plan. Also, genau, wir haben. Bislang war es halt immer so, wie wir auch bei den ganzen anderen Leuten, die das ähnliche Konzept anwenden, dass man halt grundsätzlich sich nur anmelden muss und dann alles für lau, also umsonst drucken kann, wenn man denn möchte. Und wenn man es gut findet und gerne haben möchte oder nochmal sehen will, oder was, kann man sich das dann optional natürlich auch kaufen oder runterladen dann eben. Und ja, ich habe das dieses Jahr erstmalig, habe ich so die ganze Sammlung quasi als eine Option, wo man dann sechs. Ich habe ja auch zwei Live-Konferenzen schon gemacht, also vier Online-Konferenzen und zwei Live-Konferenzen alle zusammen in einem Paket kaufen kann, den er das gerne hätte. Und dann auch sogar für einen halben Preis von normalen Preisen. Ist eine schicke Sammlung. Und diese vierte Konferenz ist halt auch so eine Mischung aus, also sagen wir mal, 3/5, also 60% sind neue Beiträge und 40% wiederhole ich halt auch einige alte Beiträge von manchen Experten, wo man dann auch ein bisschen so die Entwicklung sieht. Ja, wie so 2014 haben wir das ja auch so ganz einfach angefangen, da hatten wir auch keine Ahnung, wie man das macht und wir hatten auch keinen Vergleich und so, das war alles Skype und sehr einfach. Dann 2015 war es schon ein bisschen besser, da war die Qualität von Ton und Bild schon ein bisschen besser, aber immer noch Skype, aber schon das erste Live-Interview auch mit dem Eugen Revermann, ganz bekannter Theologe auch, den kennt sich ja viele. Den kenne ich sogar auch. Ja, genau. Und der weigert sich ja gegen Computer und Handy und so, deswegen hatte ich nur die Wahl, das in live zu machen. Und das hat mich aber schon angefixt gehabt. Und beim dritten Mal, dann habe ich schon die Hälfte live gemacht, also letztes Jahr, und die Hälfte noch Skype, aber dann auch schon viel bessere Qualität und so. Da haben wir extra Kameras für, selbst bei Skype genommen. Und also mir war es immer wichtig, das immer besser, auch ästhetischer zu bringen. Und diesmal habe ich jetzt eine Kamera oder zwei Kameraleute, die wirklich auch sehr künstlerisch aktiv sind, also die eine ganz, ganz tolle Ästhetik haben. Und sämtliche neuen Videos sind jetzt echt so ein Hochgenuss, auch sowohl tonmäßig als auch bildmäßig, also die das schneiden, das einfach. Die sind echt genial. Also das alleine schon der Knaller, ein Hochgenuss, was ist echt bei 5D Hollywood-Qualität fast. Also man, was ich sage, man kann halt auf dieser, das ist eine Art Best-of, kann man auch nicht. Also man kann eben auch diese Entwicklung sehen, ne, wie sich das in den 4 Jahren entwickelt hat. Und so, da bin ich irgendwie ganz gespannt, ob die Leute das sehen werden. So, für mich ist das ja auch ein bisschen so eine Retrospektive dabei gleichzeitig. Mhm. Ja. Naja, bin gespannt. Ich verlinke auf jeden Fall unten die Lebensenergie-Konferenz ja, für euch, meine Zuschauer, dass ihr da mal reingucken könnt. Das ist wie bei allen Konferenzen, man kann sich das halt, wie gesagt, alles reinziehen. Und ja, wenn man das Paket kauft, oder das Komplettpaket, ist wahrscheinlich eine Woche an Zeit, die man dann einplanen muss, um sich das alles anzuschauen. Aber ja, Inspiration genug, weil ich finde es halt auch immer wichtig zu vermitteln, oder beziehungsweise, das ist meine Ansicht, magst teilen, vielleicht magst du nicht teilen, dass man durchaus Inspiration geben sollte, aber das ist extrem wichtig, auch für das Selbstwertgefühl und die Selbstliebe ist, dass man das Gefühl hat, dass man nicht durch den Konsum von Büchern, von Videos oder von Expertenmeinungen da irgendwie vielleicht sich verbessert, weil dann merkt sich das Unterbewusstsein, oh, ich brauche was von außen, um mich zu verbessern, sondern dass man tatsächlich das als Inspiration nimmt und dass man aber dann wirklich selber in sich geht und von sich selbst heraus, aus der eigenen Kraft schöpft, um eben Verbesserungen zu initiieren und dann eben auch das Selbstwertgefühl sich erhöht und dann in Zukunft vielleicht man keine Kongresse und Videos mehr braucht, sondern die Lösung in sich selbst findet. Ich finde beides gut. Also ich denke, wenn du von außen Inspiration zu bekommen oder Anstöße zu bekommen, finde ich super wichtig. Ja, ob das jetzt ein Buch ist oder ein Film oder ein Video oder was auch immer. Aber ich sehe es auch so, also sage ich auch immer wieder, es geht gar nicht darum, irgendjemanden zu kopieren oder obwohl ich lege zwar sehr viel Wert drauf in meinen Videos, dass die Leute so viel wie möglich praxisorientiert auch Tipps geben, also wie man das dann auch ausprobieren kann und seine eigenen Erfahrungen machen kann. Aber definitiv sollte jeder immer mit dem gehen, wo die Resonanz ist. Und man hat halt ein breites Spektrum an Themen und mit manchen geht man in eine Resonanz, mit manchen nicht. Bei manchen bekommt man vielleicht den ersten Geschmack und das ist erst Jahre später dran. Aber man hat schon mal so einen Samen gesetzt, weißt du? Ja. Man macht gleich mit, weil man sich für Ernährungsthemen interessiert, aber gleichzeitig kriegt man vielleicht schon ein paar Bewusstseinslehrer mit.
Und ein halbes Jahr später ist das vielleicht dran, obwohl das noch nie ein Thema war vorher. Also man muss einfach gucken, man muss immer gucken, wie ist die Resonanz. So, wenn da keine Resonanz ist, wenn man das nur vom Kopf macht und aber ansonsten der Körper eher gar nicht reagiert oder eher sogar vielleicht abwehrend reagiert, dann ist das nicht notwendigerweise hilfreich. So, aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, viele, viele Ansätze kennenzulernen, die man vielleicht sonst so auch nicht trifft. Ja. Genau. Super, Helga. Dann, echt mega vielen Dank für deine Statements und für das, dass du dir die Zeit genommen hast, auch meinen Zuschauern da mal einen Einblick in deine Gedankenwelt zu geben. Auch ein bisschen das, was auch hinter dem steht, was alle nur wahrnehmen, diese Lebensenergiekonferenz, sondern auch was der Anspruch für dich ist, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat. Auf jeden Fall interessant. Ich werde auf jeden Fall mal das anschauen und im Endeffekt auch meinen Zuschauern da bedenkenlos da empfehlen, da reinzuschauen, da es ja kostenlos ist. Man muss sich dann nur mit Mailadresse registrieren und und dann kann man sich inspirieren lassen. Genau. Alles klar, Helge, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal auch in real. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, unsere Wege werden sich nochmal kreuzen. Gerne, jederzeit. Alles klar, na dann, mach's gut. Ciao. Bis